Wir sind gerade an einer Predigtreihe zu Ende, das unsere Geschichte erzählt, von 1. Buch Moses bis Offenbarung und wo wir uns da drin finden. Und ich dachte, es passt auch jetzt, wenn wir vielleicht fangen an zu suchen, warum machen wir, was wir machen. Und zum Beispiel heute, ich glaube, es hat uns gut gemerkt, dass wir reden über den Vater Unser. Und eigentlich nach dieser schönen Vorstellung hier, ich glaube, ich muss nicht mehr predigen, ich kann mich wieder hinsetzen, das war ganz gut, vielen Dank. Aber ich mache es trotzdem. Manchmal fällt es jungen Menschen schwer, Ratschläge anzunehmen. Eine meiner Lieblingsgeschichten darüber stammt von Mark Twain. Kennen wir Mark Twain, der amerikanische Autor? Er sagte, als er mit 19 Jahren von zu Hause wegging, er könnte nicht glauben, wie dumm sein Vater war. Aber nach 6 Jahren später, im Alter von 25, nachher zu Hause kam, könnte er nicht glauben, wie viel seiner Vater in dieser Zeit gelernt hatte. Gute Eltern helfen Kinder zu lernen. Gute Eltern geben gute Ratschläge. Gute Eltern verstehen, dass Kinder wahrscheinlich nicht zuhören werden. Gute Eltern kümmern sich trotzdem um ihre Kinder. Nicht jeder hat das Glück, wie ich, besondere gute Eltern zu haben. Ich bin gesegnet, einer Teil der Familie, die ich bin, weil meine Familie war eine, ist und war immer eine große Segen zu mir. Heute immer noch haben wir eine WhatsApp-Gruppe in unserer Familie und wir schreiben uns ständig, manchmal wache ich auf und da sind 40 Nachrichten, dass ich verpasst habe in der Nacht, weil es ist in Australien Nacht, wenn es Tag ist hier und umgekehrt. Und dann muss ich dann nachschauen, was alle geschrieben haben zueinander. Manchmal ist es völlig nur, hast du das gesehen am Fernseher oder so ging das Fußball oder sowas, dass ich nicht teilnehmen könnte. Aber es ist auch gut, weil wir können immer noch sagen, bitte bete für mich. Ich habe eine Prüfung, eine Arbeit morgen oder ich habe eine schwere Zeit oder wie es jetzt in den letzten 2 Jahren war, 2 von meinen Familienmitgliedern hatten Krebs und haben es bekämpft in den letzten 2 Jahren und wir haben dafür gebetet. Das ist unsere eigene Gebetsgruppe auch. Und ich finde, dass ich bin sehr gesegnet, in so einer Familie aufzuwachsen. Ich bin gesegnet, dass ich als Sohn dieser beiden außergewöhnlichen Menschen geboren wurde. Christel und Wolfgang Schmidt. Es gibt so viele Momente, in denen ich mich wünsche, ich könnte zurückgehen und mir von meinen Eltern Ratschläge holen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte manchmal gern meinen Vater anrufen und sagen, Papa, kannst du mir sagen, das und das und das? Ich brauche deine Hilfe. Manchmal wünschte ich, ich könnte einfach etwas Lustiges erzählen, das mir hier in Deutschland passiert ist, und ihn zu fragen, ob es etwas Ähnliches erlebt hat in dieser Zeit, als er hier war. Ich erinnere mich genauso, dass ich als ich ein junger Mann war, habe ich die Schule absolut gehasst. Ich habe Schularbeiten nicht gehasst. Ich habe Hausaufgaben nicht gehasst. Ich habe es geliebt zu lernen. Ich habe die Lehrer in meiner Schule nicht gehasst. Aber ich schäme mich zu sagen, dass ich in die Schule gemobbt wurde, weil ich heiße Markus Schmidt, in einem Land, wo es nur üblich Mark Smith zu heißen. Und Markus Schmidt ist ein sehr deutscher Name in einem Land, wo viele Engländer hingekommen sind. Und sie haben einfach deutsche Leute gehasst. Und deswegen war ich gemobbt in meiner Schule und zu Gewalt gemobbt. Ich war immer in Kämpfen, ich kam immer zu Hause mit einer blutigen Nase oder Blut an mich. Und ich hatte es nicht gerne, in die Schule zu gehen. Ich habe Schule geliebt, aber diese Zeit von Schule habe ich nicht. Ich wollte meinen Brüdern und Schwestern nicht sagen, weil obwohl sie immer an mich auch ein bisschen lustige Spiele gemacht hatte, wenn jemand von einer von uns angreift, dann greift die ganze Familie zurück, weil die ganze Familie war immer an unserem Rücken von uns. Und ich wollte die nicht sagen, weil ich wollte nicht, dass die zu der Schule kommen und das Problem für mich lösen, weil ich sollte das eigentlich selber machen. Heute weiß ich, dass jeder Mobber einen eigenen Mobber hat. Jemand,
der ihn zu dem macht, was er ist. Vielleicht ein Elternteil, Geschwisterteil oder ein Onkel oder sowas. Aber zu der Zeit hatte ich keine Hilfe. In den 80er Jahren könnte man in Australien die Schule verlassen, wenn man 15 Jahre alt war, ohne Abschluss zu machen. Wenn du 15 Jahre alt war, ohne Abschluss, wenn du eine Arbeitsstelle hättest, könntest du die Schule verlassen. Als ich 14 Jahre und 11 Monate alt war, bat ich meine Schwester, zu mir zu helfen, einen Job zu finden in ihrer Firma. Sie hat gearbeitet in einem Büro, in einer Firma, das hat Autoersatzteile gebaut. Sie verschaffte mir ein Vorstellungsgespräch und ich bekam den Job in den Fabrik Autoersatzteile zu machen, an einer, wie sagt man, Production Line. Etwas kommt da runter, ich mache deine Stempel rein und gebe es weiter zum nächsten und mache was anderes rein. Ich hatte eine Fußkontrolle und da war eine Presse, das ging runter und hat ein Loch da drin gemacht in ein Stück. Loch, nächste. Das war meine Arbeit für meinen ersten Job. 15 Jahre alt war ich. An meinem 15. Geburtstag ging ich zu dem Schuldirektor und sagte ihm, dass ich die Schule verlassen würde, um zu arbeiten. Er sagte mir, wenn ich das jetzt die Schule verlasse, würde ich es nie aus meinem Leben machen. Dass die Schule lebenswichtig ist und dass ich bleiben sollte. Aber er wusste nicht, was in seiner eigenen Schule passierte. Ich war erst 15 und es war nicht meine Aufgabe, ihn darauf aufmerksam zu machen, was in seiner Schule passiert. Natürlich habe ich meine Eltern in den Entscheidungsprozess einbezogen. Ich erinnere mich, dass mein 6-jähriger älterer Bruder, er war 21, mit meinen Eltern stritt und sagte, dass ich in der Schule bleiben sollte. Dass er weiß, was das Beste für mich sei. Mein Bruder dachte, er wusste besser als meine Eltern. Und ich erinnere mich deutlich daran, dass mein Vater sagte, ich sei alt genug, um meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich das tun wolle, unterstützte er mich. Meine Eltern wussten, dass ich für mich selbst lernen musste. Du kannst die Lektionen des Lebens nicht immer aus einem Buch lernen. Du musst die Dinge selbst erleben. Und das habe ich natürlich getan. Immer wieder erlaubten mir meine Eltern, Fehler zu machen, aus denen ich viel lernen könnte. Ich habe einen Spruch gelernt, als ich ein Azubi war. Das war, sollte ich mich erinnern, wer viele Fehler macht, macht viel Arbeit. Wer keine Fehler macht, ist ein fauler Hund. Jetzt bin ich Eltern von 2 jungen Erwachsenen. Und muss auch ihnen erlauben, ihre eigenen Fehler zu machen. Das ist wahrscheinlich das Schmerzhafte, was man als Eltern tun kann. Aber es ist vielleicht auch der einzige Weg, wie wir wirklich lernen können. Ich habe gelernt, dass ich mit allem zu meinen Eltern gehen kann. Ich habe gelernt, dass es mir geholfen hat, viele schwierige Situationen zu überstehen, wenn ich meine Eltern um Rat gefragt habe. Meine Eltern kannten mich besser als ich mich selbst und sie vertrauten mir meine eigenen Entscheidungen an. Aber sie waren immer da, wenn ich sie brauchte. Jetzt kommen wir zu unserem Text von heute. Und dieses Gebet sollte nie etwas sein, das wir auswendig lernen und wörtwörtlich wiederholen. Aber wer kennt dieses Gebet wörtwörtlich? Nur ein Teil von uns? Komm, Hände hoch, wer kennt dieses wörtlich auch? Und wer kennt es nur auf Lutherdeutsch? Fast alle. Auf Englisch ist es auf King James. Our Father who art in heaven. Es benutzt viele ältere Worte und ältere Art und Weise. Weil es ist eine Übersetzung von diesem Text. Aber ist das eigentlich, was Jesus sagen zu uns möchte? Hier ist ein Gebet, lerne das Gebet und dann sag dieses Gebet über und über und über und dann wird alles für dich gut gehen. Ist das, was ist passiert? Jesus gibt uns einen Perspektivenwechsel und manchmal brauchen wir das. Kennen wir, was ein Perspektivenwechsel eigentlich ist? Nach dieser Zeit können wir nicht wieder alles sehen, wie wir das vorher gesehen haben.
Zum Beispiel, nach September 11 ist die Welt sich geändert. Da war eine Perspektivenänderung. Und jetzt für uns, die letzten 2, 3, 4 Jahre von Coronavirus und Pandemie, wir können die Welt nicht mehr erleben, als ob das nicht gab. Das war alles schon. Wir haben einen Perspektivewechsel, weil wir haben das auch durcherlebt. Wir schauen was jetzt an, völlig anders. Viele von euch sind vielleicht gewöhnt, in deine Sitzplätze zu sitzen, wo sie jetzt sitzen. Wer hier sitzt fast jede Woche in derselben Sitzplatz? Viele, ein Großteil von uns. Jetzt will ich, dass alle aufstehen und umdrehen und dann in der Wand schauen, hinter uns. 180 Grad rum. Nur, dass wir andere, alles was anderes ansehen. Wir haben eine andere Perspektive jetzt. Wenn ich jetzt da vorne gehe an der Glastür und predige von da, sieht es völlig anders aus wie normal. Bitte setz dich wieder hin, ist okay. Das ist keine Riesenperspektivenwechsel, weil wir jetzt können zurückgehen, wie wir es immer waren. Aber wenn wir unsere Geschichte erkennen, deswegen haben wir durch diese Reihe gegangen die letzten paar Wochen. Wenn wir das richtig erkennen, das gibt uns einen Perspektivenwechsel und wie wir jetzt leben. Und dann lesen wir ein Gebet wie dieses Gebet und dann vielleicht können wir jetzt anfangen zu hören, wie es weitergeht. Da ist ein Bischof von den Gemeinden, die orthodoxische Gemeinde, er hat gesagt, dass Bibel lesen ist wie ein Rorschach-Blatt. Kennen wir Rorschach? Das ist so eine Inkblatt. Das ist eine Farbe an ein Blatt Papier zusammengeklebt und man macht das auf und da ist irgendein Muster drauf und dann musst du sagen auf diesem Blatt, was das aussieht zu dir. Ein Schmetterling oder eine Biene oder ein Kreuz oder ein Herz. Und vielleicht siehst du das an und du sagst, das sieht aus wie ein gewaltiger Vater. Gewalttätiger Vater. Und dann sagst du noch eine anders, das ist völlig anders. Ja, das sieht auch aus wie ein gewalttätiger Vater. Und dann siehst du eine dritte, ah, das sieht auch aus wie ein gewalttätiger Vater. Vielleicht ist das, was du siehst, was du erlebt hast. Und er hat gesagt, der Bischof von der orthodoxen Gemeinde hat gesagt, wenn Leute die Bibel lesen, ist das so auch. Wenn die sehen nur einen gewalttätigen Vater, als sie die Bibel lesen, vielleicht hatten sie das auch in ihrem Leben gelebt und kennen nichts anderes. Ich, wenn ich die Bibel lese, sehe einen liebenden Vater, das gibt mir Rat und will mir helfen, mein Leben zu leben. Weil das war meine Erfahrung. Wenn wir was finden will in die Bibel, inzwischen Texten, werden wir das finden. Aber wenn wir die ganze Geschichte wissen, von Anfang bis Ende, wie es passiert hat und wo es weitergeht, dann helfen wir uns, einen Perspektivewechsel zu haben. Weil dann es geht nicht an, was wir da drin finden, aber was da drin eigentlich steht. Und diese Text, die haben Jesus gefragt, wie sollen wir beten? Es sollte nie etwas sein, das wir auswendig lernen und wortwörtlich wiederholen. Entschuldigung. Und ich sage nicht, dass auswendig Dinge lernen in der Bibel nicht wichtig ist. Das ist sehr wichtig. Wir sollen Dinge auswendig aus unserer Bibel lernen. Das ist sehr gut zu machen. Es ist natürlich. Und es ist wertvoll, dass sich eine Lektion aus diesem Abschnitt erinnern, ja, sehr wertvoll, auf jeden Fall. Sowohl Matthäus und auch Lukas schreiben diesen Abschnitt getrennt voneinander und erhalten dieselben Informationen, nur etwas anderes geschrieben. Matthäus schreibt, unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, deine Wille soll geschehen, wie im Himmel geschieht, so soll euer auf der Erde wirklich werden. Das ist Basisbibel. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die uns schuldig geworden sind. Und stell es nicht auf die Probe, sondern rette uns von den Bösen. Das ist Matthäus, das haben wir vorher gelernt, das haben wir vielleicht auswendig in andere, bisschen erförmte Worte, aber
Genau so haben wir es gelernt. Lukas schreibt: Vater, dein Name soll heilig werden, dein Reich soll kommen, gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, denn wir auch vergeben allen, die uns schuldig werden. Stell uns nicht um die Probe. Viel kürzer, eine Hälfte von den Worten, als was Matthäus benutzt. Warum haben wir uns entschlossen, eine zu lernen auswendig und der andere nicht zu lernen auswendig? Die Information da drin ist dieselbe, wenn man das zusammenteilt und in zwei Reihe steht und dann kannst du sehen, ja, das sagt das und das sagt das. Und die Information ist genau dasselbe. Eine ist mehr wortlich geformt und mehr Poetie und der andere ist einfach eine Liste von Sachen. Da sind einige Handschriften, die haben auch was dazugefügt und das lernen wir und das sagen wir auch alle, wenn wir dieses Gebet auswendig sagen zusammen. Dieser Endtext, wie heißt es? Wer kennt das, was es das alle sagt am Ende da? Das nicht in jeder Text steht. Genau. Das steht nicht in jedem Text, weil es war nicht geschrieben in jedem Text. Es ist trotzdem noch wichtig, dass es in unserer Bibel steht. Manche Bibel hat dann keine Notiz da, das sagt deswegen, das steht das nicht in jedem Text, weil es war nur in ein paar von den älteren Texten gefunden. Tut mir leid, ich habe gehustet eine ganze Woche. Was wäre, wenn es sich nicht um ein Gebet handelt, das wir wiederholen müssten, sondern um ein Muster, dem wir beim Beten folgen sollen? Es ist ein Rahmen dafür, wie wir beten sollen. Die Jünger sagten, lehrt uns, wie wir beten sollen, nicht lehrt uns ein Gebet. Wie sollen wir beten? Zu Beginn erinnert uns Jesus daran, zu wem wir beten, zu unserem Vater, unserem liebenden Vater, der immer nur das Beste für uns will. Und er erinnert uns daran, wie wir uns verhalten sollen, um seinen Namen heilig zu halten. Denn sein Name bleibt heilig, je nachdem wir anders sehen, wie seine Leute sich verhalten. Wieso, wenn gute Manieren deine Eltern gut aussehen lassen? Zweitens erinnert uns das Gebet daran, dass sein Reich noch nicht vollständig gekommen ist, dass seine Wille auf Erden geschehen wird, so wie im Himmel ist. Wir sind ein auserwähltes Werkzeug, um diesen Willen zu erfüllen. Es ist unsere aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese geschieht. Wir sind sein Körper, seine Hände, seine Füße hier auf Erden. Drittens ist unser Vater auch unser Versorger. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Das Essen, das wir täglich zu uns nehmen, das Dach über dem Kopf, die Arbeit, die wir haben. Alles, was wir haben, stammt zuerst von unserem Vater. Wir müssen daran erinnert werden, uns auf ihn zu verlassen und nicht auf unsere eigenen Kräften und Fähigkeiten. Das vierte Gebet erinnert uns daran, dass uns viel vergeben geworden ist. Genauso müssen wir anderen vergeben, was sie uns angetan haben, weil uns so viel selbst vergeben wurde. Zum Schluss dieses Gebet erinnern uns daran, dass wir uns von Versuchen fernhalten mussten. Manche Texte übersetzen diese Passage so, als ob Gott uns in die Versuchung führt. Und ich bin dabei der Papst an dieser Sache, weil ich glaube, die Übersetzung ist nicht ganz vollständig richtig. Weil Gott führt uns nicht in Versuchung, aber er führt uns weg. Lass uns nicht in Versuchung geführt worden, beten wir eigentlich, soll es besser sein. Gott ist nicht der Versucher. Das ist nicht, was er macht. Wie passt dieses Gebet also in unsere Geschichte, das wir erzählt haben? Es ist unsere Pflicht, an der Verwirklichung des Reiches Gottes zu arbeiten. Es ist unsere Pflicht, Gottes Namen heilig zu halten. Es ist unsere Pflicht, anderen zu helfen, die Nahrung zu bekommen, die sie brauchen. Es ist unsere Pflicht, anderen zu vergeben, weil wir uns daran erinnern, wie sehr wir uns selbst vergeben wurden.
Es ist unsere Pflicht, uns mit Hilfe des Heiligen Geistes von Versuchungen fernzuhalten. Das Gebet erinnert uns oft an unsere Rolle bei der Erhörung von Gebeten. Wir haben eine Rolle in unserem Gebet. Ich glaube an Wunder. Ich habe übernatürliche Dinge gesehen nach Gebet. Ich glaube an den Heiligen Geist. Wir können darum beten, dass diese Dinge auf übernatürliche Weise eintreten. Aber dieses Gebet erinnert uns daran, dass wir eine Rolle zu spielen haben, wenn das Reich Gottes kommt, das auf die Erden und Himmel durch seine Auserwählten, uns, die Kirche, sein Leib, die Braut Jesus, geschehen soll. Wir haben eine Rolle zu spielen. Können wir denn, ich habe das vorher gesagt, ich will das wieder wiederholen, dass wir alle wissen, ganz klipp und klar, wir können Gottes Reich nicht selber aufbauen. Und wir können Gottes Reich nicht selber aufhören, dass es aufgebaut werden. Aber wer darf dabei helfen, ihm sein Reich zu bauen? Es hängt nicht an uns. Wir dürfen ihm helfen, aber es hängt nicht an uns, ob das passiert oder nicht. Das hängt nur an Gott. Ich will das klar sagen von Anfang an. Na und? Wenn wir an die falsche Geschichte glauben, gerät vielleicht durcheinander, wie wir beten, warum wir beten und zu wem wir beten. Wenn wir an die Ich habe ein Ticket in Himmel, wenn ich sterbe Geschichte glauben, dann bitte ich Gott beim Beten nur darum, dass er etwas tut. Gott wird so ein Automaten, wenn in ich die richtigen Dinge einstecke, bekomme ich die richtigen Dinge zurück. Wenn ich Geld einstecke und den richtigen Code einstelle in den Automaten, dann bekomme ich meine Schokoregal oder Chips oder Getränk. Und wenn ich Gott die richtigen Worte sage, dann gibt er mir, was ich will. Wenn ich dieses Gebet auswendig lerne und sage, dann gibt Gott mir, was ich möchte. Wenn ich zu Gottesdienst komme am Sonntag, dann gibt er mich, was ich möchte. Ich stecke die richtigen Dinge rein und er gibt mir was zurück. Das ist kein Gott, das ist ein Automat. Wenn wir an diese Geschichte glauben, dass eines Tages Himmel und Erde zusammenkommen werden und es bis dahin unsere Aufgabe ist, die Erde und ihre Ressourcen zu verwalten, wie an der erste Buch Moses Kapitel 3, dann sehen unsere Gebet ganz anders aus. Wir bitten um Rat, wie wir vorgehen sollen. Wir fragen Gott, was wir als nächstes tun sollen. Wir fragen den Heiligen Geist, wie unsere Ressourcen am besten verwalten können, anstatt dass er auf wundersame Weise alles mit einem Fingerschnipsen in Ordnung bringt. Leute, manchmal fragen mir Markus, was für ein Vorbild hast du als Leiter in einer Gemeinde, als Hirte, als Pastor? Und mein Vorbild ist Moses. Das klingt ein bisschen angeblich an, weil Moses ist so ein großer Held für uns. Aber ich denke, es ist mehr an einer Weise, weil Moses war verzweifelt, dass Gott ihn ausgesucht hat zu helfen. Seine erste Antwort war genau wie meine Antwort. Er hat gesagt, nein, du meinst nicht mich, du meinst meinen Bruder. Mein Bruder ist der, der gut sprechen kann. Du musst mit Aaron sprechen. Für mich war es, du musst mit Thomas, er ist mein erster Pastor in der Familie. Er ist der extrovertierte Mensch, er steht vor Leute ganz gern. Du denkst nicht, du hast mich falsch verstanden, Gott, das ist Thomas durch Markus, das ist der richtige Sohn nicht ausgewählt. Du musst das wissen, ich bringe dir jetzt was bei. Ich nehme Moses als Vorbild, weil er auch dachte, ich bin kein großer Held. Und weißt du, was er gesagt hat? Was war sein 10-Jahr-Plan? Viele Leute fragen einen Pastor, was ist dein 10-Jahr-Plan? Moses hatte keinen 10-Jahr-Plan. Er ging immer zurück zu Gott und sagte, was mache ich next? Und dann gab er noch eine Aufgabe. Okay, ich gehe und mache das. Ich gehe und spreche mit Pharao. Und was mache ich jetzt? Und dann gab er noch eine Aufgabe. Dann ging er und dann hat das auch gemacht. Und dann steht er da an einem riesengroßen See und er sagt, okay Gott, was mache ich jetzt? Und Gott sagt, mach mir das und das und das. Und er macht es und es funktioniert. Das mache ich mein ganzes Leben lang.
Ich einfach sitze und bete am Morgen früh und sage, Gott, was mache ich nächst? Und er sagt, mach das oder das oder das. Und da gehe ich und mache es. Ich folge nur einen Schritt nach der anderen. Ich kann nicht ehrlich sagen, ich habe einen Plan für die nächsten 10 Jahre. Ich habe einen Traum. Ich habe einen riesengroßen Traum, was ich machen kann hier in Halle, in Deutschland, in Ostdeutschland und in Friedenskirche. Ob dieser Traum verwirklichen kann, es ist kein eigentlicher Plan. Der Traum habe ich schon. Das müssen wir auch machen. Wir müssen fragen, Gott, was wir als nächstes tun sollen. Wir wissen, dass er alles tun kann, aber er möchte, dass wir an diesem Ergebnis beteiligt sind. Wenn wir also dieses Gebet beten, und um das klarzustellen, denke ich, dass wir dieses Gebet weiterhin beten sollen. Ich sage nicht, dass es nicht notwendig ist. Es ist sehr notwendig. Es ist gut, Texte zu auswendig lernen. Ich sage, wir können das weiterhin machen. Wir müssen uns daran erinnern, dass es ein Rahmen für unser Gebet ist. Und nicht nur eine Zauberformel, die wir sagen müssen, um zu bekommen, was wir wollen. Es ist ein Rahmen. Wir bitten unseren Vater um Rat, wie wir unserem Teil der Geschichte vorgehen sollen. Wir können ihm vertrauen, dass er durch die schwierigen Zeiten uns führen wird. Wir wissen, wer unser Vater ist. Viele von uns wissen, wer unser Vater im Himmel ist. Wir reden über ihn öftermals. Vielleicht haben wir nicht das beste Blick an ihn, weil wir lesen das Bibel, wie wir das lesen, aber wir wissen, wer der Vater im Himmel ist, oder? Wer hier kann sagen, ja, ich weiß, wer der Vater im Himmel ist, ja? Ein paar von uns, eine Hälfte von uns. Die anderen trauen sich nicht, Hände hochzuholen. Und wir wissen, wer Jesus ist, oder? Weil wir haben ein Kreuz hier. Wir reden über Ostern und Weihnachten. Wir wissen, wer Jesus ist. Aber viele Christen, und ich glaube, hier fallen wir um, missverstehen den Heiligen Geist. Wir denken an eine Zweieinigkeit von Gott, Jesus und unsere Schöpfer und vergessen der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist mehr so ein Gefühl von Gott, nicht eigentlich jemand, eine andere Person. Wir denken an wir glauben an eine Dreieinigkeit von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wir vergessen den Heiligen Geist öftermals. Wir missverstehen, wer der Heilige Geist ist. Und deshalb werden wir uns in den nächsten Wochen genauer ansehen, wer der Heilige Geist ist, was er durch uns macht, wie er zu uns spricht, wie er uns führt und wie er uns hilft. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns führst, dass du uns erlaubst, teilzunehmen in deinem Königreich-Projekt. Dass wir das nicht selber schaffen, aber dass wir sind erlaubt, dabei zu helfen. Jesus, wir danken dir, dass du es möglich gemacht hast, dass wir wieder vereint sein können, dass wir jetzt anfangen können, unsere Arbeit zu stellen. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du führst uns und zeigst uns, wie wir das leben können, in unser tägliches Leben. In deinem Namen beten wir, Vater, Jesus Christus und Heiligen Geist. Amen. Thank you.